Willkommen zum dritten Teil von Dragon Quest Builders. Wir haben das letzte Mal aufgehört, was haben wir gemacht? Wir haben der alten ihr Krankenzimmer gebaut, meine Schwesternzimmer. Und danach hat sie uns gebeten, wir sollen einen Kollegen von ihr finden, der irgendwo da jenseits des Wassers ist. Wie kommen wir denn da am besten hin? Sollen wir uns darüber bauen? Oder sollen wir versuchen, einen Weg zu finden? Ich glaube, fast rüberbauen ging schon fast schneller. Machen wir das. Ich habe noch genug Erde in der Kiste. Zack, Erde mit da. Alles nehmen und das auch. So. Kann ich bei der Gelegenheit auch hier mal die Löcher schließen. Nervt mich nämlich, das ist nämlich nicht hübsch. Na, der war falsch. Der war auch falsch. So, klong, klong, weg damit. So. Ja, ich schlag vor einfach darüber und dann sind wir ungefähr da. Entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen angeschlagen. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich hier nur wieder husten muss. Richtung da. Das scheint nicht so weit weg zu sein. Da hinten sehe ich schon so ein kleines Hütchen. Aber wie komme ich jetzt hier heil runter? Da. Ah, da. Zack, zack. Oh, blöde Seuche. Hust, hust, wer bist du? Du bist nicht aus dieser Gegend, oder? Morten. Dann trage ich dich mal, komm. Ich bringe dich zu meiner Krankenschwester. Kann ich jetzt auch bauen, wenn ich den? Ne, ich kann ihn gar nicht bauen, wenn ich den trage. Das ist schlecht, da muss ich irgendwie so darüber kommen. So, da hinten ist die Brücke. Halte durch. Da. So. Zack. Ich sehe nichts. Gleich haben wir es geschafft. Kommst wieder auf die Beine. Hier, ich habe jemanden für dich. Da. Bitteschön. Brauche Heilkraut. Heilkraut, Heilkraut. Heilkräuter habe ich doch. Benutzen. Zack. Na also, da geht's doch wieder super. Er muss sich noch was ausruhen. So, ausruhen. Aber dann kann ich schon mal mit der hier reden. Die ist mir sehr dankbar, dass ich ihn hingebracht habe. Und gibt mir 5 stabile Stängel. Also deine Bezahlung ist irgendwie, da müssen wir noch mal drüber reden. So, was soll ich jetzt machen? Da, Heilkräuter.
Jetzt muss ich ja Heilkräuter bringen. Ein Päckchen habe ich noch, aber wird wahrscheinlich nicht reichen. Ach, alles klar, die hat mir einfach nur als Auftrag gegeben, den zu heilen, den Kollegen. Das habe ich natürlich schon gemacht. Haha. Schon erledigt die Quest, kann ich direkt die nächste annehmen. So. Gerontus, der Typ, den ich eben getroffen habe. Wo habe ich den getroffen? Da hinten. Richtung da. Achso, der wird mir jetzt auch angezeigt. Na super. Brauche ich gar nicht suchen. Ja, da muss ich irgendwie hoch. Es wird schon wieder dunkel. Da ist er doch. Achso, ich soll dem das Ding bauen. Okay. Das ist schlecht. Hier habe ich jetzt keine Werkbank. Tja. Mist. Das hätte ich zu Hause machen müssen. Jetzt muss ich wieder zurück. Ja, manchmal wäre Lesen schon von Vorteil, klar, aber ey, so viel Zeit habe ich auch nicht. Ah. Ich will noch ein paar Federn von euch haben. Nee, nicht Eier, Feder. Oh, jetzt wird's dunkel. Hab ich mich schon wieder vergiftet oder was? Ja. Komm, nee, dann hau ich ab hier. Zack, komm wieder zurück. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich für diesen Grabstein, was ich da bauen soll, brauche. Da, ist er doch. Kann ich schon bauen. Ja, sonst kann ich nichts Neues bauen. Ich gehe mal grad schlafen. Oh. Das geht nicht, wenn ich angegriffen werde. Nehme ich mal gerade eine Heilkraut. Hey, ist einfach reingekommen. Jetzt habe ich die Tür kaputt gemacht. Ah. Ich werde das Zimmer reparieren. Und schlafen gehen. Also ich hoffe, das Ding, was ich gebaut habe, ist das Richtige. Dann gehe ich nämlich jetzt nochmal zu dem. Ich gucke mal, ob ich noch welche von diesen Chimärenflügeln. Ach, da ist ein neuer. Mit dem muss ich jetzt gleich auch mal reden. So, Chimärenflügel kann ich mir nicht bauen. 5 Stück brauche ich dafür. Mist. So, lebst du? Ach, das ist der, ach ja, der ist aufgewacht einfach nur. Zack, dafür gibt er mir Lebenssamen, das ist gut. Der erhöht meine maximale Lebenspunkte. Kann ich gut gebrauchen, weil ich habe nämlich nur 35 Lebenspunkte maximal.
Ja, jetzt gehe ich nochmal zu dem anderen Herrn. Gucken, ob ich den nicht auch noch in meine Siedlung holen kann. Lass mich in Ruhe. Da, das kann ich mitnehmen. So, muss ich dem das jetzt geben oder muss ich das hier hinbauen? Ach, ich muss das da wahrscheinlich da hinbauen, wo das fehlt. Na gut. Zack. Jawohl, ich habe seinen Auftrag erfüllt. Ja, das kann ich schon mitnehmen, ne? Jawohl, komm mit, ich zeig dir meine Siedlung. Hier geht's lang. Alles. Komm schon. Da hinten, man kann sie schon sehen. Wenn ich jetzt noch so einen Chimärenflügel gehabt hätte, dann hätte ich mit dem auch ganz schnell dahin reisen können. Was war das? Irgendwas auf mich geschossen. Da hinten. Ach, wenn doch nur der Typ hier wäre. Wer ist hier? Hey. Ich will meine Belohnung. Weiße Blüten mit Eier, daraus kann ich diese Heilsalbe bauen, ist auch nicht schlecht. Hey, begrüß den neuen Opa im Dorf. Was kann ich jetzt für dich tun? Eine neue Mission wurde auf dem Kompass markiert. Okay, dann gehe ich da gleich einfach mal hin. Und du? Ist auch ein Auftrag für mich. So, gegen die Seuche ankämpfen. Kräuterkessel. Aha. Jetzt habe ich gelernt, wie man einen Kräuterkessel herstellt. Und du hast noch einen Auftrag. Ah, ich soll den Raum bauen. Alles klar. Na gut. Würde ich sagen, gehen wir das vielleicht morgen mal an, wa? Denn für heute ist hier Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.